Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch wieder das Hörspiel unserer Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern alle einzelnen Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne mein Gequatsche dazwischen, nonstop als Hörspiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, das ist eine gute Tag. Spreche gerade mit Herrn Steiner. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Arinda und ich melde mich von der Firma Tredero, Herr Steiner. Von wem? Von der Firma Tredero. Tredero? Online-Trading. Ja, Online-Trading. Aha, okay. Und wegen Ihres Anmeldung, das Sie bei uns gemacht haben und Sie haben Interesse gezeigt an Bitcoin, ist das richtig? Ja, aber ich verstehe Sie kaum, weil da im Hintergrund da ist irgendwie ganz laute Musik. Ja, ich erkläre Ihnen. Ich bin hier ein professioneller Account Manager und ich Professionelle. Bin, und ich bin hier weiter zum helfen, Ihre Handelskontakte zu stehlen. Aha. Und ich habe eine Frage. Und was wollen Sie stehlen? Auf die Handelskonto. Haben Sie Erfahrung beim Traden online oder nein? Nö. Aber was wollen Sie denn da stehlen? Sie haben die Möglichkeit, no, von 200 bis 100 Euro täglich zu verdienen. Verstehen Sie? Also am Tag kann ich 100 Euro bei Ihnen verdienen. Mit einem kleinen Kapital, Sie investieren, und aha, Sie haben das Möglichkeit von 200 bis ja, 100 Euro täglich zu verdienen mit unserer Plattform. Okay. Haben Sie gesehen unsere Plattform? Nee. Oder nein? Habe ich nicht gesehen. Keine nee. Problem. Haben Sie, benutzen Sie jetzt einen Laptop? Nee. Okay, machen Sie deine Handy mit Lautsprecher. Ja. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Aber warum und soll ich das? Schreiben Sie. Warum soll ich das mit dem Handy machen? Kann ich das nicht auch mit dem Computer machen? Haben Sie jetzt? Na, ich habe einen Computer da, ja. Okay, öffnen Sie deine Computer einfach, bitte. Den Computer soll ich öffnen. Deine Computer. Haben Sie Internet? Ja, ja, ich habe Internet, aber ich verstehe nicht, warum ich den Computer öffnen soll. Dann geht ja die Garantie verloren. Nein, ich habe... Wenn Sie sehen, unsere Plattform... Ja. Okay. Und möchten Sie das schreiben und sehen unsere Plattform, okay? Wie meinen Sie das? Nur das. Und ich erkläre alles, okay? Also ich soll meinen Computer jetzt anmachen, oder was meinen Sie? Sie. Ja, ja, ich soll den genau. Computer anmachen. Ja, ja dann, genau. Dann fahre ich den Computer jetzt hoch, ja? Ja, Sie müssen deinen Computer öffnen. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Ja, aber erstmal muss ich ja den Computer anmachen dazu. Wie bitte? Ich sage, erstmal muss ich den Computer ja einschalten. Soll ich den Computer einschalten? Meine Computer? Ne, meinen. Ja, ja. Ja, dann schalte ich den jetzt erstmal an, Moment. Ja, keine Problem. Ja, und muss das da mit der Musik im Hintergrund sein oder können wir die ausmachen? Ich verbiete mit den Kollegen einen Moment. Hallo? Ja, hallo? Grüß Gott. Ja, wenn ich ihn sehe. Kamil ist mein Name von der Firma Tredero. Kamil? Also ich bin Kamil, genau. Also wie das Tier? Nicht wie das Tier, nee. Kamil ist mein Name. Kamil, ja. Genau. So, Herr Steiner, Grund Ihres, unser Anruf ist wegen Ihrer Anmeldung, dass Sie einen Bitcoin gemacht haben. Das war vor ein paar Tagen. Okay. Genau. Ich bin Ihr Account Manager und bin ich da, um Ihnen weiter zu helfen. Erstmal ein paar Informationen mitteilen, dass Sie genau wissen, wie das funktioniert. Dann natürlich am Ende mit das Handelskonto aktiv zu stellen. Ja? Ja, das hat ja die Kollegin schon gesagt, dass ihr was vom Handelskonto stehlen wollt. Genau. Das verstehe ich nicht. Aber warum wollt ihr da was stehlen? Nochmal bitte? Warum wollt ihr da was stehlen?
Also, Sie haben eine Registrierung an Bitcoin. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Herr Steiner? Ja? Lassen Sie mich ein paar Informationen mitteilen, dass Sie genau wissen, wie das funktioniert bei uns. Okay. Am Ende die Entscheidung liegt bei Ihnen, ja? Ja. Okay. So, wenn ich frage das, haben Sie Erfahrung an Online-Trading oder ist das das erste Mal für Sie? Nö, das habe ich noch keine Erfahrung, nee. Keine Erfahrung, das ist kein Problem, weil die meisten von unseren Kunden hatten keine Erfahrung gehabt, aber jetzt sind alles Profi geworden. Ist es besser, wenn man keine Erfahrung hat? Das spielt keine Rolle, weil von jedem Kunden, wir stellen Ihnen einen Senior Account Manager. Also der macht mit Ihnen eine kurze kostenlose Schulung, Training. Und dann stehlt er alles. Nochmal bitte? Und dann stehlt er alles. Genau, der zeigt Ihnen genau, wie Sie die Operationen eröffnen können. Also der gibt Ihnen Signale. Ja. Zum Beispiel der Bitcoin ist am Steigen. Aber nicht nur der Bitcoin, der Strompreis ist sehr interessant die letzte Zeit, weil wir nach oben gehen. Also die Aktien von Amazon, von Tesla, von Lufthansa und von vielen anderen großen Unternehmen sind am Steigen. Also jetzt ist die perfekte Zeit, weil Sie in die Börse profitieren können. Jetzt kann man am besten stehlen, meinen Sie? Nochmal? Jetzt kann man am besten stehlen, meinen Sie? Ja, genau. Jetzt ist die beste Zeit. Okay. Ja. So, Herr Steiner, lautet Ihre E-Mail-Adresse gerold@md2xfun.de fun.de, ja. md2xc ja. Wie Cäsarfun.de. Ja. Okay, haben Sie ein PC, Laptop oder machen Sie das per Smartphone? Nee, ich habe einen Computer. Okay, prima. Ich werde Ihnen den Link senden, dass Sie in unsere Seite gehen können und dann kann ich Ihnen alles Schritt für Schritt erklären. Also okay? Soll ich den erstmal einschalten, den Computer? Machen Sie Ihren Computer an, genau. Ja, dann fahre ich den schon mal hoch, das dauert eine Weile. Wie viel dauert? Weiß ich nicht, bis er fertig ist. Kein Problem, nehmen Sie Ihre Zeit. Ja. Ja. Und wie lange macht Ihre Firma das da schon? Nochmal? Und wie lange macht Ihre Firma das da schon? Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, ach so gut. Genau. Mhm. Haben Sie nicht über die Tradero-Firma gehört? Nee. Ja, wir sind eine von, wir sind in der ersten Platz momentan in der Welt. Ja. Reguliert und lizenziert. Und da kann ich Ihnen alles zeigen. In Handelsplattform können Sie sein. Okay. Ja. Und können Sie da die Musik mal ausmachen, weil da kann ich mich immer nicht konzentrieren. Ja, leider, wir sind also über 20 Mitarbeiter und wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja, aber kann man die ausmachen, weil dann können, weil sonst verstehe ich sie immer so schlecht. Okay, ganz kurz bitte. Ja. Okay, jetzt? Es ist ja immer noch Musik im Hintergrund. Ich dachte, ihr macht die aus. Ja, aus. Ja, also das rote Knöpfchen oder das mit dem halben Kreis ja. Und dem Zipfel in der Mitte. Leider aus, wir sind viele Mitarbeiter und das wird langweilig von der anderen. Jeder hat seinen Kunde. Man versteht doch so schlecht was. Ja, ich konzentriere und ich spreche langsam, dass ich mich verstehen kann, Herr Steiner. Ja, ob es das besser macht, aber wir können es ja mal probieren. Okay. So, gleich werde ich Ihnen den Link... Ich habe Ihnen schon den Link gesendet. Ach, den haben Sie schon gesendet, den Link. Ach ja, ich wollte ja den genau, Computer anmachen, hatte ich vergessen. Okay. So, jetzt muss ich ja... Ach, jetzt macht er noch Updates, der Computer. Was für ein Smartphone benutzen Sie? Was ist das? Smartphone, was für ein Smartphone habe. Ja, nee, so ein Ding habe ich noch nicht. Aha. Da habe ich noch ein altes Telefon, weil die kann man auch runterfallen lassen, wissen Sie, da gehen die nicht so schnell kaputt. Kein Problem, nehmen Sie Ihre Zeit und machen Sie Ihren Computer an. Ja, ja, der fährt schon hoch, der macht jetzt gerade Updates. Aha, okay. Was machen Sie beruflich, wenn ich frage das?
Beruflich? Ja. Wollen Sie das wirklich wissen? Nein, Frage. Ja, ich bin Türsteher. Türsteher? Ich stehe meistens immer so an der Tür dann und dann lasse okay. ich die Leute nicht rein. Haben Sie gehört über Shiba Inu, eine kleine Kryptowährung, digitale Währung? Mit dem Shiba kann man handeln, meinen Sie? Natürlich, mit ganzen Produkten, was an der Börse gibt. Weil ich kenne den Shiba nur aus dem Krankenhaus. Da setzt man sich drauf und da macht man rein. Es gibt eine digitale Währung, wie Dogecoin. Okay. Ja, und ist mit 800% innerhalb einer Woche hochgestiegen. Ja. Ja. So, jetzt muss ich hier mein Windows-Passwort eingeben. Okay. So. Jetzt lädt erstmal das Betriebssystem. Okay. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Mhm. Okay. So. Jetzt ist der erstmal hochgefahren, der Computer, und das Betriebssystem geladen. Und jetzt kann ich so ein Internetfenster aufmachen. Okay. So, das Internetfenster ist jetzt auf. Und was soll ich da denn eingeben? Schreiben Sie. Theodor. TV Theodor Fall, ja? Genau. Ja. R wie Richard. Ein R wie Richard, ja, habe ich. R wie Emil. Ein R wie Emil. Ja, genau. Ein E, D wie Dora. D wie Dora, ja. E wie Emil. Ein E wie Emil. R wie Richard. Ein R wie Richard. O wie Otto. O wie Otto, ja. .com, .com. Also .com. Nicht dot, .com. Also Punkt. So, das lädt jetzt. Und jetzt steht hier, die Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server xn-trdro-hrab.com schlägt fehl. Was haben Sie dort geschrieben? Na, trdero.com. Genau. Geht nicht. Ja, das kaputt. Kann nicht sein. Steht, Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server xn-trdro-hrab.com schlug fehl. Ist kaputt. Okay, gehen Sie in Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse. In Ihre E-Mail-Adresse, in Posteingang. Haben Sie da eine geschrieben? Genau. Ach ja, haben Sie ja gesagt. Habe ich schon wieder vergessen. Wie ist denn Ihr Name da? Wie finde ich Sie da? Da haben Sie von meinem Kollegen eine E-Mail, von Donald. Donald, ah ja, hier Donald S. Die Plattform, Ausrufezeichen. Genau, drücken Sie auf den Link. Und so, dann muss das mal hier... Ach du Gott, das ist ja Mikroschrift. Ah ja, hier... So, da soll ich jetzt draufgehen auf den Link, ja? Ja, genau. So, und so, dann kopiere ich mir das da rein und dann... Jetzt habe ich hier eine weiße Seite, jetzt lädt hier irgendwas. Ah ja, jetzt kommt es, ja. Okay, jetzt was sehen Sie. Hier wackeln so Zipfel umher.
Das ist ein Handy und davor und dahinter wackeln so Zipfel immer hin und her. Genau. Sehen Sie oben auf der rechten Seite Login? Login, ja. Soll ich da drauf drücken? Drücken Sie Login? Ja. Okay, was sehen Sie jetzt? Jetzt bimmelt hier noch mein Browser. Ah ja, jetzt habe ich hier noch so eine blaue Weißseite mit wo ich was reinschreiben kann. E-Mail und Passwort, ja? Ja. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse. Also das Gerold und dann @md und so weiter. Genau, Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei uns gegeben haben. Ja, und wie ist die Passwort? Ein großes A, ein kleines A und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Sie haben ja schon mit unserer Kollegin gesprochen, ja? Nö, aber das ist ja bei den ganzen Betrugsseiten immer das gleiche Passwort. Nochmal bitte? Ich sage, das ist bei den ganzen Betrügern immer das gleiche Passwort. Ach so, okay. So, was soll denken Sie, dass wir Betrüger sind, oder? Was soll ich denn jetzt hier machen? Geben Sie das Passwort. Ja, habe ich ja eingegeben. Bin schon eingeloggt jetzt hier in den Bums. Moment. Mhm. Genau, jetzt sind Sie eingeloggt. Ja. Okay. Jetzt was sehen Sie? Beschreiben Sie mir bitte. Können Sie auch sehen, aus welchem Land ich mich eingeloggt habe? Nochmal bitte? Ich frage, ob Sie sehen können, über welches Land ich mich eingeloggt habe. Nein, Sie sind von in Deutschland, ja? Nee. Das kann ich leider nicht sehen, auf welchem Land. Ach so. Ja gut. Okay. Machen wir weiter. Sind Sie interessiert, das weiterzumachen? Ja, klar. Okay. Umso mehr Material. Ganz oben in die Mitte. Sehen Sie Einzahlung? Ja. Drücken Sie Einzahlung, bitte. Ja. Okay. Jetzt sehen Sie Ihren Namen, Ausweisnummer, Kontostand 00 Euro, ja? Ja, genau. Okay, bis hinunter haben Sie drei verschiedene Beträge. 250, 500 und 1000 Euro. Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie starten? Mit 10.000. Mit 10.000? Ja. Okay, schreiben Sie 10.000 Euro. Ja. Und weiter zu zahlen. Und dann, was soll ich dann machen? Jetzt, wie möchten Sie das aktivieren? Jetzt kriege ich ein Krypto-Wallet und Swift. Kreditkarte benutzen Sie? Ja, aber das ist ja hier ein Krypto-Wallet, wo man die Kreditkarte benutzt. Mit Krypto-Wallet möchten Sie das machen, ja? Nee, das ist ja hier ein Krypto-Wallet, wenn man damit Kreditkarte einzahlen will. Aber benutzen Sie Kreditkarte? Ja, sowas habe ich auch, ja. Okay. Drücken Sie bei der ersten Option, bei Kreditkarte. Ja, hier steht so, Vira Rosi ist von Überweisung. Da müssen Sie registrieren und dann werden Sie die Bankdaten bekommen. Ach so, und wo kann man da Kreditkarte andrücken, weil das steht hier nicht? Bei Visa. Ne, das habe ich hier nicht als... Das habe ich nicht als Auswahlmöglichkeit. Ah, okay. Okay, dann drücken Sie die zweite Option. Na, die zweite bei Swift. Die zweite ist Swift. Das ist ja dann Überweisung. Genau. Das dauert ja dann so lange. Möchten Sie sofort das machen? Ja, na klar. Okay. Ganz kurz bitte, dass ich mit unserer Finanzabteilung sprechen kann. Also der Finanzabteilung sagt, wenn Sie mit 10.000 Euro starten möchten, mit Kreditkarte leider geht das nicht. So nicht? Können Sie nochmal zurück und versuchen Sie mit einer kleinen Summe und dann können Sie später, wenn Sie möchten, schon wieder investieren. Also muss ich jetzt erstmal weniger machen? Genau. Gehen Sie nochmal zurück. Okay, dann lädt das jetzt hier erstmal. Moment. Warum bin ich denn eigentlich auf einer anderen Webseite, wenn ich da drauf drücke?
Ein Schritt zurück, da wo sind die drei Beträge. Ja, ja, aber wenn ich da dann drauf drücke, dann komme ich ja auf eine ganz andere Webseite. Wie ganz andere Webseite? Ja, da ändert sich ja oben die Domain dann. Nein. Doch. Dann gehen Sie noch, dann gehen Sie nochmal bei Ihrer E-Mail-Adresse und drücken Sie auf den Link. Ja, und wenn ich dann da auf der Webseite bin, dann komme ich auf eine andere Webseite. Dann heißt sie auf einmal Praxispay. Das ist ja dann gar nicht mehr nicht auf eurer Webseite. Praxispay. Loggen Sie sich nochmal bei Tradero. Ist aber ganz schön kompliziert da bei Ihnen. Es ist nicht kompliziert. Bitte gehen Sie bei Ihrer E-Mail-Adresse, dort haben Sie den Link. Ja, warten Sie, da muss ich nochmal aufmachen hier. Dauert einen kleinen Moment. Ja. So, Donaldo S., dann drücke ich wieder auf den Link, beziehungsweise kopiere mir den in Tor-Browser. Ja, dann gehe ich da drauf, dann muss ich wieder meine E-Mail-Adresse bestimmt eingeben, weil ich dann ja komischerweise wieder ausgeloggt bin. So, dann nehmen wir hier das, so dann auf Login, dann dödelt es da auch nochmal ein bisschen. So, jetzt bin ich hier wieder auf der Login-Seite von Trendero. Okay. So, ein großes A, ein kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Alles klein geschrieben, ja? Jo. Ne, also ein großes A, ein kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt komme ich aber damit nicht mehr rein. Nicht 6, 5, bis 5. Ach so. Ne, auch nicht. Okay. Ist kaputt. Ja, ich komme da nicht mehr rein. Okay. Wenn die erste Mal Sie sind eingeloggt. Wieso jetzt nicht? Weiß ich nicht, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Vielleicht dann schreiben Sie kleines A, kleines B, kleines C. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Jetzt steht, User is locked out by 5 failed login. Okay, jetzt versuchen Sie jetzt. Nochmal, warten Sie. Ja, genau. Ah ja, jetzt bin ich wieder drin in dem Ding. Okay. So. Drücken Sie nochmal bei Einzahlung. Ja. So, und jetzt soll ich erstmal 1000 nehmen. Nicht 1000. Also testen Sie uns mit einer kleinen Summe zum Messen. Oh, jetzt habe ich aber schon auf 1000 gedrückt. Okay. Ja. Jetzt sehen Sie die Kreditkarte, ja? Jetzt kriege ich ja auch die Visa und Mastercard als rotierende Visa, Schleife angezeigt. Bei der ersten Option. Ja, und dann habe ich, auch wieder dieses Virarosi und dann habe ich auch noch Viritopay. Lassen Sie es, drücken Sie meine Kreditkarte, die erste Option. Kann ich nicht das dritte nehmen? Das ist mal was anderes. Ja, bei Visa. Ich wollte gerne mal das dritte nehmen, das ist mal was Neues. Kann man ja mal gucken, ob da was Cooles passiert. Hab da mal bei dem dritten jetzt mal. Jetzt kommt hier Open a Secure Connection. URL, jetzt ist weg die Seite, jetzt kommt was Neues. Late. Was haben Sie gedrückt? Das dritte. Nicht die dritte, die erste, die bei Kreditkarte. Ach so. Jetzt habe ich aber das dritte ausprobiert. Jetzt steht hier, ich soll warten. Ah, jetzt steht hier Pay with Cards. Genau, ich bin jetzt drücken. Ich bin jetzt hier auf Virtual Pay. Pay with Card. Drücken Sie bei Pay with Card. Ja. Und dann? Und dann jetzt sehen Sie Name, Nachname. Nee, Currency werden Sie US-Dollar. Ne, das habe ich jetzt alles nicht. Da steht nur Kartennummer. Kartennummer. Geben Sie Ihre Daten. Mann, da muss ich mir schnell eine generieren. Was soll ich da für eine Karte nehmen?
Also, was für eine Kreditkarte haben Sie? Visa oder Mastercard? Ja, ich habe eine Dongzhuang, eine Discover, eine American Express und eine JBC-Karte. Bei CC-Karte? Ja, habe ich. Und welche soll ich jetzt nehmen von den Karten, die ich aufgezählt habe? CC. Also die JBC-Karte. Genau, Sie haben eine CC-Karte. Ja, dann nehme ich die JBC. So. Dann kopiere ich jetzt die Kreditkartennummer da rein, ja? Okay. Und die CCV kopiere ich da rein. Okay. So. Und dann kopiere ich da noch das Verfallsdatum rein. Genau, Ablaufdatum, Monat und Jahr. So, jetzt drücke ich auf Pay, PayUS 1165.76. Genau. So, und dann steht da Invalid Card Expiry-Date, please enter Valid-Date IE MMYY. Ja, weil vielleicht haben Sie nicht die richtige Date gegeben. Kann sein, ich mach mal nochmal. Ja. Machen Sie langsam. Jetzt kommt hier so ein oranger Kreisel. Was kommt? Ein Schleuderkreisel, das schleudert jetzt hier so. So eine Bumsmurmel, die sich hier im Kreis schleudert. Aber wieso haben Sie nicht bei der ersten Option? Das ist doch die dritte Option, wo ich jetzt reingegangen bin. Und jetzt kommt da so ein oranger Bumskreisel. Und das kreiselt und kreiselt und passiert nichts. Jetzt steht hier Error, Typ Error, Netzwerk Error, wenn Admitting to Fridge Ressource. Error? Ja. Das ist was kaputt. Okay. Da steht Typ Network Error, also ist was kaputt da mit eurer Seite. Okay, gehen Sie bitte einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück, ja. Ja. Jetzt bummelt der Browser wieder hier. Jetzt kommt hier wieder. Was sehen Sie jetzt? Jetzt kommt ein anderer Kreisel. Ah ja, jetzt bin ich wieder auf der Seite, wo ich, da wechselt sich so Visa und Mastercard ab. Okay, drücken Sie bei Visa und Mastercard. Kann ich da auch was anderes reinschreiben, weil ich habe keine Visa-Karte. Sie haben eine CC-Card, Mastercard. Nee, ich habe eine JBC-Karte. Mit welcher Nummer fängt das an? Mit einer 3. Mit der 3? Ja. Das leider funktioniert nicht. Warum nicht? Ja, weil das ist Maestro. Nee. Da Sie keine Online-Transaktion machen. Doch, das ist ja eine Kreditkarte. Keine Maestro. Wenn das Kreditkarte ist, funktioniert. Ja, dann mache ich die da rein. Genau, da steht jetzt auch JBC. Da habt ihr gleich automatisch den Logo da erkannt. Seht ihr, das geht auch mit anderen Karten. Okay. So, jetzt muss ich hier Card was ist denn das? Ach, das ist bestimmt wieder das Verfallsdatum. Dann machen wir das da noch mit. Wie viel Nummer hat die Karte? 16 oder? Ja, ja. Weniger. Die hat 16 Karten. Habe ich schon mal nachgezählt. Okay. Ja. So, denn die 948 bei der CVV. Oh, das kann man nicht mal reinkopieren. Da kommt hier so ein scheiß Ding. Da muss man das. Das ist nervig. Dann machen wir das jetzt hier so 9, 4 und die 8. Also gleich habt ihr das Geld, glaube ich. Hallo? Doch kein Geld? Ich bin da. Ja? Ich bin da. Ja, sagen Sie mir bitte. Ja. So, jetzt muss ich hier nochmal wegen dem Datum. So, jetzt die 2,4. Das ist aber komisch gemacht hier. So, jetzt Edit billige Info. Genau, draufdrücken. Ja, habe ich gemacht. Und dann? Jetzt füllen Sie die Date ein, Name, Nachname, Stadt, Postleitzahl, alles was da steht. Ja. Und jetzt soll ich auf Deposit drücken bestimmt, ne? Genau. Habe ich gemacht. Jetzt steht ja Processing. Transaktion hat geklappt. Geld ist naja, auf. Das ist rejected. Hier steht, es hat geklappt. Ist grün. Steht mit grün? Ja. Okay, machen Sie einen Screenshot und schicken Sie wieder per E-Mail. Ein was? Ein Screenshot. Jetzt bin ich wieder ausgeloggt. Bei meinem System sagt, dass die Transaktion nicht erfolgreich ist. So, ist rejected.
Bei mir hat er aber grün und dann war ich auf einmal ausgeloggt. Ja, was sehen Sie dort? Jetzt bin ich hier wieder bei der Login-Seite. Ja, genau, weil hat das nicht geklappt. Loggen Sie sich ein und sehen Sie die Summe. Jetzt möchte ich es nochmal von vorne machen. Ja, genau. Aber ich habe keine Lust, das jetzt nochmal alles einzugeben. Ihr habt ja jetzt schon die Daten. Hallo? Also, ich verbinde mit einer von Finanz. Kommt jetzt noch der Schlaue? Finanz. Ja, hallo, schönen Tag, zwischen der Gerold Steiner. Ja, wer ist denn da jetzt? Grüße Sie, ich heiße Juli. Ich melde mich von der Firma Redero wegen den Anmeldungen, die Sie gemacht haben. Und ich habe gesehen, dass Sie haben versucht, den Einzahlung zu tätigen. Aber leider hat das nicht geklappt, oder? Ja, weiß ich nicht, doch, das war ja hier grün, aber da waren ja die Kollegen ja, alle irgendwie zu blöd. Ja, ich habe auch die Gespräche gehört eigentlich und ich verstehe nicht, warum die Einzahlung nicht geklappt hat. Aber wenn ich fragen darf, jetzt, was für eine Kreditkarte haben Sie benutzt, um die Einzahlung zu tätigen? Eine JBC-Karte. Eine JPC? Ja, eine stimmt? JBC-Karte. Hm? JBC-Karte, eine Sekunde bitte. Okay, und haben Sie auch mit dieser Kreditkarte etwas gekauft online? Ja, da kaufe ich immer das ganze Spielzeug ein, was man so nehmen kann. So. Aha, okay, ich verstehe. Okay, können Sie bitte noch einmal auf die Webseite gehen, wo Sie die drei Beträge sehen können? Wie finde ich da? Achso, da muss ich wieder auf Einzahlung, ja? Ja, bitte, genau. Da lacht jemand ganz dreckig im Hintergrund. Entschuldigung? Ich habe gesagt, da lacht jemand ganz dreckig im Hintergrund. Wer hat das denn Sie sind auch für unsere Mitkollegen hier. Ach so. Weil wir sind ein großes Büro hier. Okay. Ja, es ist eine Frau, die immer so laut lacht. Ach so. Können Sie dir mal sagen, die soll mal leise sein? Ja, ich kann sie auch ja sagen. Ja, machen Sie mal. Ja, aber Sie wissen schon, mit den Frauen, Mann, die sind alle verrückt, oder? Ja. So, nu? Okay, geht es jetzt besser, oder? Ja, weiß ich nicht, ich dachte, jetzt kommt jemand Intelligentes. Wir sind ja schon, der Dritte, der es hier probiert. Aber irgendwie sind alle zu doof. Okay, eine Frage. Sind Sie jetzt auf die Startseite gegangen, also bei der Einzahlungsseite, oder wie? Ha. Okay. Okay. Also sehen Sie wieder die drei Summen, oder? Ja. Okay, also Sie haben es, ich habe auch ja gesehen, dass Sie haben es versucht mit dem Kapital von 10.000 Euro. Ja. Also, okay, und auch mit 1.000, aber ich würde Ihnen auch vorschlagen und den Mindestbetrag. Ja, aber der Mann hat gerade gesagt, der will dann nicht so viel Geld haben von mir. Ich soll da weniger machen. Ich hätte lieber mehr genommen, aber da wollte nicht so viel. Okay, mit was für ein Kapital möchten Sie beginnen denn? Ja, 10.000 dachte ich. 1.000? Okay, dann machen wir 1.000. Nee, 10.000 dachte ich. Also, damit Sie es auch schon wissen, eine Kontoaktivierung von einem Kapital bis zum 10.000 Euro müssen Sie auch einfach eine Überweisung tätigen. Ja. Weil durch die Kreditkarte kann es ja auch gar nicht annehmen. Aber ich will Ihnen auch empfehlen, mit 1.000 oder mindestens die kleinste Summe 250 zu beginnen. Und warum? Eigentlich ist nur ein kleines Kapital, das normalerweise auch durch Ihre Kreditkarte kann es eigentlich sofort eingezahlt sein. Aber, wie gesagt, nur damit Sie eine Plattform testen können, was für eine Firma wir sind, können Sie selber schauen. Mit einem wenigen Betrag. Weiß ich doch auch so. Okay, aber Sie wissen schon, dass die Entscheidung liegt immer bei Ihnen. Ob Sie mit 250 oder 500 oder 1.000 beginnen möchten, ist ja Ihre Entscheidung. Das ist ja kein Problem. Ja, aber das Geld, das habe ich mir ja schon so gemacht. Das haben wir ja am Passwort schon festgestellt. Okay, sind Sie jetzt komplett ausgelockt, oder? Nee, weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier immer noch auf der Seite, wo ich die drei Zahlen sehe. Was soll ich denn da machen? Okay, was sehen Sie jetzt bitte? Beschreiben Sie mir. Also vor mir habe ich meine Tastatur. Daneben steht meine Kaffeetasse. Gleich schräg dahinter, über der Maus, habe ich meine E-Shisha stehen. Mittlerweile ohne Nikotin, da bin ich schon ganz stolz drauf.
ja. Okay, ich hätte gemeint, was sehen Sie auf dem Bildschirm von Ihrer PC? Ja gut, da wäre ich jetzt noch hingekommen. Auf welchen der vielen Monitore soll ich denn? Haben Sie verschiedene Monitoren oder wie? 4 Stück, ja. Bei dem einen habe ich den Ordner, wo ich die Gespräche reinpacke. Auf dem anderen Bildschirm habe ich das Schnittprogramm, auf dem mittleren Bildschirm habe ich das Aufnahmeprogramm und auf dem ganz rechten Bildschirm, da habe ich einen Tor-Browser auf. Ah, okay, ist ja schon okay. Also, wie gesagt, ich wollte Ihnen aus... Okay, Sie haben gesagt, dass Sie sind gerade, um dieses Gespräch aufzunehmen? Ja, natürlich, für YouTube. Ah, okay, so, ich hätte es ja nicht gewusst. Okay, denn. Also, gehen Sie bitte nicht auf die Bildschirme, wo Sie Ihre Aufnahmeprogramm jetzt haben, aber bitte gehen Sie mal beim Google-Seite. Also Sie meinen, ich soll im Tor-Browser die Google-Seite öffnen? Genau, und versuchen Sie mal wieder auf die Webseite zu gehen, beim Tredero. Na, die habe ich doch noch auf. Muss ich doch nicht auf Google gehen, ist doch umständlich. Okay, können Sie mal einloggen auf das Datum, wo Sie früher eingeloggt sein waren? Na, ich bin noch eingeloggt. Weil auf meinem System, ich sehe, dass Sie sind ausgeloggt. Wollen Sie, ich kann ja mal irgendwo draufklicken. Also ich bin noch eingeloggt. Nee. Okay, was sehen Sie jetzt bitte? Jetzt habe ich vor mir, Ihr Profil ist nicht vollständig. Vervollständigen Sie Ihr Profil, um alle Vorzüge unserer Plattform nutzen zu können. Und dann kann man da auf Überprüfen klicken. Und dann drunter steht Favoriten, dann steht darunter das Wort Symbol, daneben steht Kursänderung, daneben Verkaufen, daneben Kaufen. Und darunter bummeln so 3 Punkte. Und dann haben wir so Graphen, wo so eine Statistiken sind. Und verschiedene Länderflaggen habe ich. Und dann steht hier überall Verkaufen und Kaufen. Und daneben, da sind dann überall so Sterne, wo man draufklicken kann. Und wenn ich da jetzt so weiter runter scrolle, dann steht da Top Mover. Und darunter steht dann nochmal ganz viel mit Handeln. Und da sind auch wieder so Länderflaggen. Ist das richtig? Sind Sie zu erreichen, Herr Steiner? Grüße Sie, Doris Hein am Apparat. Doris Hein ist da dran. Ja. Ah ja, okay. Ich melde mich von der Firma 24 Fund. Ich habe auf meinem System gesehen, dass Sie schon versucht haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Aha. Und wann würden Sie, Herr Steiner, Ihr Konto schon aktivieren? Wenn Sie einen Computer in der Nähe haben? Haben einen Computer in der Nähe, ja. Alles klar, super. Darf ich mal sagen, wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Durch eine Kreditkarte oder normale Überweisung? Weiß ich nicht. Also, haben Sie? Achso. Haben Sie vielleicht eine Visa oder Mastercard? Ja. Alles klar, dann schicke ich Ihnen direkt per E-Mail einen Link. Okay, einen Moment bitte. Eine Sekunde. Lautet Ihre E-Mail-Adresse gerold@medikanfan.de? Ja, hört sich richtig an, ja. Ja, okay. Einen Moment. Ja. Und so echt Glück, Ich bin gerade fertig mit dem Schnitt hier. Jetzt kann ich. Ich muss nur noch Thumbnail machen und dann bin ich ganz da. Einen Moment. Ja. Ich mache die Thumbnails, mache ich immer gleich mit dazu, dann muss ich nicht erst nachdenken. Wie das war. Einen Moment, ich schreibe das. Ja. Können Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse hingehen und schauen Sie mal? Ja, mache ich gleich. Kleinen Moment. Ach so, okay. Warte ich hier. Doris Heinert. Ja, Moment, ich mache hier gerade noch Thumbnail fertig. Gleich ist. Achso, okay. Ich glaube, heute nehmen wir mal lila. Ne, lila passt da nicht so gut. Das kann man schlecht. Ja, hier so ein Pink, so ein Rosé. So, jetzt gehe ich noch schnell auf Download. Ja. Ich mache das hier mal online, das geht schneller. Achso, okay. Datei speichern. So. Jetzt muss ich das hier auf den Ordner Videos ziehen. So, da haben wir das Thumbnail schon so. Okay, ja. Jetzt können wir, ja? Den Rest kriege ich nebenbei hin.
Okay, können Sie bitte auf E-Mail gehen? Auf E-Mail, ja, kann ich öffnen. Mhm. Hm. Haben Sie schon eine E-Mail geschickt? Genau, einem Link. Ja, dann gucke ich mal. Von meiner E-Mail-Adresse Doris Heiner. Doris Heiner. 24 Fans, ja. Ach, es lädt jetzt hier wieder eine Weile. Da kommen so viele E-Mails den ganzen Tag rein. Man kann gar nicht so schnell sortieren, wie die E-Mails hier reinkommen. Ach so, verstehe ich. Hm. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht demnächst auch mal was hier mit so einer Affiliate-Links mache. Vielleicht müssen Sie aktualisieren Ihre E-Mail-Adresse. Ja, es lädt jetzt hier noch. Hier steht, Suche läuft. Und dann dreht sich da so ein Brummkreisel. Mhm. 17.47 Uhr haben wir es schon. Ach, der Tag ist auch schon wieder rum. Und heute haben aber wirklich wieder viele Leute angerufen. Haben Sie vielleicht Verbindung auf Ihrem Computer? Ja, ja, ich habe Internetverbindung. So. Ja. Ich habe hier DSL. Mhm. Ja. Teuer die Scheiße. Ah, jetzt vergabe. Nee, warten Sie mal. Nee, das ist noch nicht. So, jetzt habe ich das erstmal verschoben. So, jetzt lädt er den Posteingang nochmal neu. Ja, ein neu von mir. Ja, ich gucke mal. Glaube ich. Sind schon wieder ganz viele neue E-Mails dazugekommen, obwohl ich gerade wegsortiert habe. So, wie hieß der Name nochmal? Doris. Doris Heiner. Nee, ist noch nicht da. Ach so. Schauen Sie vielleicht bei Spam? Im Spam-Ordner. Mhm. Kann ich mal reingucken. Ah, dann dauert es auch eine Weile. Der lädt eine Weile. So. Der ist ganz schön. Kein Problem, nehmen Sie Ihre Zeit. Ne, im Spam, da ist nur das drin, was ich gerade reingeschoben habe. Nochmal bitte? Ich sage, im Spam-Ordner ist nur das, was ich gerade reingeschoben habe. Ach so. Da ist jetzt die Nachricht noch nicht da. Ich kann ja so lange noch ein bisschen sortieren. Hm. Darf ich mal fragen, vielleicht benutzen Sie eine App wie AnyDesk oder TeamViewer? Nee, die nehme ich nicht so gerne. Reicht ja schon, wenn wir 250 Euro klauen, dann müssen wir ja nicht noch die Daten vom Rechner dann auch noch mitnehmen. Achso, machen Sie keine Sorge, ne. Ja. So, was hab ich hier noch? Vielleicht soll ich nochmal senden, den Link? Ja, das können wir ja probieren. Ja. Okay. Man soll ja eigentlich immer nicht auf die E-Mails draufklicken, wenn man eine E-Mail bekommt, aber ich mach die alle auf. Achso. Einen Moment. Da findet man manchmal immer ganz neue Systeme nochmal, wo man sich dann auch nochmal registrieren kann. Jetzt kann man hier zum Beispiel habe ich gesendet? Sie haben nochmal geschickt? Ja, habe ich nochmal eine Mail geschickt. Okay. Haben Sie vielleicht bekommen? Aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse? Ich guck mal, warten Sie. Ich habe auf diese E-Mail-Adresse gesendet. Gerold S, dann kommt Martha Dora CC fun.de. Ja, fun.de, genau. Hm. Ja. Hab ich, ja, das meine. Hm. Darf ich mal fragen, vielleicht benutzen Sie WhatsApp, damit ich vielleicht direkt von meiner WhatsApp sende? Wie meinen Sie das? Also den Link? Nee, in WhatsApp doch nicht. Ach so, ja, es ist ein bisschen komischer. Ja. Hm. Weil Sie bekommen viele E-Mails deswegen und... Können Sie vielleicht mich eine Mail senden? Also Sie selber? Kann ich probieren, ja? Ja, probieren Sie, ich buchstabiere. Ja, Moment, dann gehe ich hier mal auf Schreiben, dann lade ich mir mal hier so eine neue Seite, das dauert ein bisschen. Mhm.
Ja, kann ich jetzt buchstabieren? Es lädt noch. Ach so. Ja, und jetzt? Es lädt immer noch. Ganz schön langsam gerade. Ach so. Ja. Können Sie wahrscheinlich Ihr Smartphone benutzen, also den E-Mail? Wahrscheinlich geht besser, bekommen Sie ganz schnell die Nachrichten. Nee, das will ich dafür nicht nehmen. Das ist ja am Computer schon ganz gut. Ja, aber es ist ganz so langsam. Jetzt hat er dich geladen, ja. Jetzt dann an welche E-Mail-Adresse soll ich das hinschicken? Schreiben Sie da Doris. Doris, Moment, Doris, ja. Punkt. Punkt. Heine. Also, Heine. H wie Heinrich. Ja. E wie Emil. Ja. I wie Ida. Ja. L wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ja. Dann kommt Ed. Ein Ed, ja. 24. Eine 2, eine 4, ja. Ja. F wie Friedrich. Ein F. Ja. Ja. U wie Udo. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Ja. S wie Siegfried. Ja. Punkt. Ja. Ida Otto. Okay. Senden Sie mir ein Hallo oder eine Nachricht? So, hab ich geschickt, ja. Okay, warte ich. Ja, hab ich bekommen. Okay, was habe ich geschrieben? Krimmel Menschen. Ja. Moment jetzt. Jetzt schicke ich Ihnen direkt den Link. Ja. Ah ja, jetzt habe ich hier bekommen. Ja, jetzt haben Sie bekommen. Ja. Ja, super. Öffnen Sie bitte den Link. So, muss ich mal schnell den Tor-Browser kopieren. So, ja, die lädt jetzt hier. Und dann? Okay. Und sagen Sie mir, was schauen Sie? Name, Nachname, E-Mail. Ja, jetzt ist hier so eine blaue Seite. Genau, Sie müssen ausfüllen. Na, aber das ist ja jetzt eine andere Seite als eure Webseite, oder? Ja, also, wo steht Name, müssen Sie Ihren Namen, dann Nachname, E-Mail, Telefonnummer ja. Und so weiter. Und warum nehmen wir da jetzt eine andere Seite? Ich kann doch hier auf dieses 24-Funds-IO draufgehen. Natürlich können Sie auch von unserer Seite probieren. Das haben wir von der Bank den Link bekommen. Ach, die Bank hat den Link gemacht? Ja. Warum? Damit Sie die Einzahlung schaffen. Ach so, also betrügt sich das damit einfacher. Hallo? Hallo, was meinen Sie damit? Ja. Ich muss jetzt weiterleiten mit den Finanzabteilungen. Oh, weia. Direkt. Ja. Von 24 Pfand. Ja. Habe ich hier Ihren Ausweis bekommen? Ja. Und alles, ne? Ihre ja. Daten. Ja. Ja, Herr Steiner. Und? Was ist jetzt da mit dem Ausweis? Hallo? Hallo? Haben Sie schon geschrieben? Wer ist denn da jetzt? Also, Bela ist da. Haben Sie schon Ihren Vorname geschrieben? Nee. Warum? Wissen Sie nicht, wie Ihr Vorname lautet? Na doch, aber ich bin doch jetzt hier erstmal auf eurer Webseite. Okay, dann zeige ich Ihnen kurz. Bei Ihrem Vorname schreiben Sie die richtige Vorname.
Na, ich, wissen Sie, wie Sie heißen? Ja, aber hier steht ja nichts mit Name. Okay. Hier ist ja Create Account und Access Account. Ja, weil Sie sind ja nicht in die richtige Seite. Weil Sie ein Dumm sind. Wieso beleidigen Sie mich jetzt? Ja, weil Sie haben schon eine E-Mail geschickt. Wenn Sie spielen möchten, dann gehen Sie auch in eine Kindergarten mit dummen Leuten so wie Ihnen. Aber ich gebe aber Betrügern nicht mein Geld. Oh, es tut mir sehr leid für das, aber ja. Sie sind bei den falschen Personen. Ja, aber ihr seid auf jeden Fall Betrüger. Nee, das kann ich Ihnen sicher machen. Nee, das können Sie gar nicht. Gehen Sie in einen Kindergarten und spielen mit den dummen Leuten das, ja? Betrügen Sie schon lange die Leute? Ja, hallo, Herr Stein? Ja. Ida Müller ist im Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Jojo. Und? Ja. Herr Stein, ich rufe Sie wegen der Rückfragen auf die Finanzinformationen. Können Sie sich erinnern? Was habe ich denn da für Fragen gehabt? Also ich bin mir sehr sicher, Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, oder? Oder Online-Trading? Ja. Es freut mich sehr. Herr Stein, hoffentlich sind Sie auch momentan zu Hause. Okay. Also ich möchte gerne wissen, was für Erfahrungen haben Sie bis jetzt? Eine gute oder so schlechte Erfahrung? Ja, meistens rufen wir hier nur Betrüger an. Ich werde nach 2 Minuten noch einmal anrufen, okay? Warum? Warten Sie kurz, weil ich habe ein Problem mit meinem Apparat. Aha. Okay. Sehr gut, Herr Stein. Ich bin mir sicher, Sie können sich mich besser hören, ja? Ja, gerade eben hat ja der Mann da im Hintergrund jemanden beleidigt, ja. Ja, Sie haben das auch gehört. Okay, Herr Stein, ich hatte ein Problem mit meinem Apparat, deswegen... Achso, also, ich dachte, Sie haben aufgelegt, weil der neben Ihnen so rumgepöbelt hat. Können Sie das wiederholen, bitte? Ich dachte, Sie haben aufgelegt, weil der neben Ihnen gerade so laut rumgepöbelt hat. Okay, Herr Stein, Sie haben eigentlich recht, ehrlich zu sein. Aber trotzdem, ich möchte gerne wissen über Ihre Erfahrung. Sie haben gesagt, dass Sie haben Erfahrung gehabt früher. Ja, ich möchte gerne wissen. Mehr oder weniger. Weniger. Hoffentlich diese kleine Erfahrung war gut für Sie, oder? Nö, eigentlich rufen wir jeden Tag so 20, 30 Betrüger an. Oh, was meinen Sie mit das? Na, Leute, die von mir 250 Euro wollen und dann soll ich da auf ein Krypto-Wallet Geld einzahlen und dann ruft man mich mit einer gespooften Rufnummer an, so wie eure jetzt hier. Mein lieber Herr Astral, Sie müssen gar nichts hier machen, okay? Achso. Wir zwingen niemanden, aber wir arbeiten zusammen mit einem Plattform, das ist unter BaFin lizenziert und reguliert. Sie wissen ja schon über die BaFin, die Organisation. Ja, das erzählen dann auch immer alle. Diese Plattform hat 14 Lizenzen, okay? Sie können das mit Ihren eigenen Augen beweisen. Ja. Und nicht nur das, wir haben auch Kunden, die über 20 Jahre mit uns aktiv sind. Ich weiß, ich bin sehr sicher, Sie sind müde wegen die gleichen Anrufe. Aber wir sind nicht die gleiche wie die andere Firma. Nö, wir sind ja alle ein bisschen verschieden. Da hat jeder so das Skript ist vom Grundsatz, das ist ja immer das Gleiche, aber meistens kommt es dann aufs Gleiche drauf hinaus. Naja, es geht nur über Kryptos, es geht insgesamt eigentlich mit Online-Trading, okay? Also, Herr Stein, wie ich Ihnen gesagt habe, ich arbeite auch mit Spezialisten, dass Sie haben Studium über dieses Thema gehabt. Momentan, wir haben angefangen mit den Kunden, weil wir haben die Spezialisten im Büro frei, okay? Diese kleine Erfahrung, es war eine schlechte für Sie, ich kann das bemerken. Sie haben das mit einem Broker gemacht, ja? Nein, ich habe ja da gar nicht gehandelt. Es war ja immer vorher schon klar, dass das Betrug ist. Weil man erkennt ja, woran das Betrug ist. Aha. Okay, eigentlich nicht die alle sind gleich, weil wie ich Ihnen gesagt habe, Sie sind auch mit BaFin, Unternehmensdaten, Sie können das gerne... Das erzählen die anderen auch immer, aber ich kann ja mal auf der BaFin eure ID suchen, ja. Alle sagen das. Ja, wie heißen die ID? Nein, mein lieber Herr, diejenige Plattform, das es ist unter die BaFin lizenziert und reguliert, ist die investing.eu. Das ist die einzige Plattform hier in Deutschland. Ja. Okay? Wie heißt denn jetzt die ID von euch bei der BaFin? Alles klar.
101-52991. Das ist die BaFin-ID. Moment, 101-52-991. Keine Ergebnisse bei der BaFin. Nein, das ist unmöglich. 101. Unmöglich. 101, ja? Ja, dann ja, ja. 52-991. Genau. So, da gibt es keine, also das habe ich jetzt bei der Suche, bei ID eingegeben und da kommt kein Ergebnis. Okay, dann schreiben Sie so, ainvesting.eu, klicken Sie drauf, über uns, okay, Moment. Schreiben Sie ainvesting. Ja, ich habe die Seite hier schon, ja, da war ich schon mal drauf. .eu. Bei euch ist die Telefonanlage ganz schlecht. Man hört da ganz viele Geräusche von den anderen und man hört es anklopfen in der Leitung. Ja, weil wie ich schon gesagt habe, wir haben diese Woche die Spezialisten frei im Büro, okay? Mhm. Mein lieber Herr, ich sag nicht, kommen Sie, investieren Sie oder machen Sie etwas. Ich sag auch nicht, Sie müssen mir vertrauen, okay? Überhaupt nicht, weil ich bemerke, dass Sie haben null Vertrauen über dieses Thema. Aber ich möchte Ihnen alles beweisen, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe. Okay. Ja, aber haben Sie ja gerade nicht, weil letztendlich haben Sie mir jetzt nur bewiesen, dass Sie nicht bei der BaFin mit der Firma registriert sind. Nein, Sie haben das falsch gesucht oder was weiß nee, ich. Nee, was also ich bin hier richtig auf portal.mvp.bafin.de. Dann klicken Sie über uns, okay? Ich bin mir sicher, ja, sehr schlau, ein ID zu finden. Sie, wenn, ich habe mal noch was ganz anderes. Wenn man Ihre Telefonnummer hier auf der Webseite eingibt ins Telefon, ne, also die Nummer, die da auf der Webseite draufsteht, die funktioniert gar nicht. Die existiert nicht. Ist auch Betrug. Herr Stein, ja. Sagen Sie das noch einmal. Sie werden eine Anzeige von uns kriegen, okay? Ich gebe mir sehr viel Mühe für Sie. Ihr seid Betrüger, Betrüger, Abzocker, Betrüger, Schmarotzer, Diebstahl. Ihr seid nichts anderes als Betrüger. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ihr seid Betrüger. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Mhm. Mein Name ist David Müller und ich rufe Sie von Darken Group an. David und Müller? Und Sie haben eine Anmeldung für Bitcoin gemacht, ist das richtig? Kann sein, wann denn? Wer bitte? Kann sein, wann denn? Warte, ich schau mal. Vor 16 Habt ihr gerade wieder jemanden erfolgreich beschissen? Nein. Warum also, klatschen die denn? Hä? Warum klatschen die denn? Ja, weil hier viele Leute sind. Deswegen. Ja, aber das ist kein Grund auszurasten. Wie bitte? Ich sage, das ist ja kein Grund, da auszurasten. Nee, keiner zu rasten, wie Sie sagen. Also. Ja, wir haben die Anmeldung vor 16 Stunden gemacht. Vor 16 Stunden? Ja. Und auf welcher Seite? Bei Darken Group. Mhm. Ich habe eine E-Mail geschickt. Mir eine E-Mail. Da ist die Seite auch, mit dem Link von unserer Seite. Ich habe meinen Computer noch gar nicht an. So. Können Sie mir den E-Mail sagen und ich schicke den Seite? Ich dachte, ihr habt schon geschickt. Ja, also, na, vielleicht bitte. Ist das nicht Ihre E-Mail. knusma.flocke@webmeiler.com. Ja, ne, das ist nicht meine. Da muss hinten stehen @mdccfun.de. Ah, deswegen ist das nicht gekommen, weil das falsch ist. Ja, dann müssen wir das ändern. So, können Sie mir das buchstabieren dann von Anfang? Na, der Vorname, Punkt, Nachname bleibt genau der gleiche. Ja, sagen Sie mir komplett von Anfang an und buchstabieren Sie bitte, und damit ich nochmal den E-Mail schicke. Ja, und dann @mdccfun.de. Also, von Anfang den Namen, Nachname, wie Sie es haben. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock. Wieso haben Sie keinen Bock? Ja, na, weil es doch da steht.
Muss ich da dann nicht nochmal wiederholen? Ja, weil das hier falsch ist, habe ich doch gesagt. Das ist doch nicht Ihre E-Mail. Haben Sie falsch geschrieben? Na, nur das AdWeb ist ja falsch. So, Name ist? Na, so wie es da steht. Steiner. Steiner. Und dann? Ed. MD. MD. CC. CC. FUN. FUN. .de. .de. Okay, ganz kurz. Ich schicke den Link, wo Sie die Anmeldung gemacht haben, ja? Ganz kurz. Schauen Sie mal. Ich bin ja noch nicht am Computer. Ja, also ich habe den Link geschickt. Und haben Sie es? Weiß ich nicht. Ich muss ja erstmal am Computer gehen. Ja, weil ich habe es schon lange geschickt. Haben Sie ein Video gesehen oder was haben Sie gesehen, wo Sie das gemacht haben? Keine Ahnung. Oder wissen Sie es nicht? Weiß ich nicht. So, ich mach mal einen Computer an. Okay. Haben Sie es gefunden? Ne, der Computer fährt doch hoch. So ist das nicht gekommen. Ja, weiß ich doch nicht. Ich fahre doch den Computer erst hoch. Ach so. Aber die Musik könntet ihr da mal ausmachen. Okay, ganz kurz. Hallo? Ja. Also, sind Sie Herr Flocke? Ja. Spreche ich gerade mit Schnuckelfimmel? Mhm. Schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Gerald Schmidt und ich bin ein Kundenberater von Elite Club. Ja. Sie haben sich angemeldet bei uns, richtig? Ja. Vor ungefähr 15 Stunden. Das kann sein, ja. Also, Sie sind auch informiert worden, um was so genau geht? Nö, ich habe mich da angemeldet, weil da was mit Geld verdienen war und dann... Genau. Weiß ich nicht mehr, ja. Genau. Um Geld zu verdienen, man muss da durch eine Investition anfangen. Ja. Und dann wird ein Schutzkapital von uns erhalten und wird es alles automatisch laufen und Sie können jederzeit Ihr Geld wieder auszahlen lassen. Dann werden Sie einen Anruf von unserem Finanzberater bekommen. Mhm. Und er wird Ihnen dann weiter alles erklären. Achso. Ja, Herr Schlugelpimmel, sind Sie also interessiert, richtig? Mhm. Okay, was haben Sie für eine Kreditkarte? Master- oder Visa-Karte? Eine Kreditkarte? Ja. Oh, da muss ich erst mal gucken. Müssen Sie also anfangen bei uns? Ja. Okay, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich würde erstmal 50 Euro nehmen. Also, ich glaube ich Ihnen schon, aber minimaler Betrag ist 250 Euro. Und Sie werden natürlich auch mehr Bonus bekommen. Desto je mehr Sie einzahlen, desto mehr bekommen Sie als Gewinn. Ach so, weil Sie haben ja gefragt, wie viel ich einzahlen will. Wie bitte? Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen will. Ja, ich habe vergessen, Ihnen auch davor zu sagen, also minimale Betrag ist. Ach so. Minimale Betrag ist 250 Euro, wenn Sie mit einer Kreditkarte einzahlen. Und dann ist es 500 Euro und 1000 Euro. Ja, wenn Sie 500 Euro einzahlen, dann bekommen Sie mehr
Bonus, aber ich glaube, sie wollten ja mit 250 Euro anfangen, richtig? Mhm. Okay, Sie haben gesagt, Sie haben eine Kreditkarte? Ja, ich muss erst mal gucken gehen, welche das war, weil die habe ich noch nicht benutzt. Okay, gucken Sie mal bitte, nehmen Sie bitte Ihre Kreditkarte in der Hand und gucken Sie, welche Sie haben, also Master- oder Visa-Karte. Mhm. Okay? Mhm. Wir bleiben so lange an der Leitung. Okay. Und, haben Sie schon? Ja, ich muss mein Portemonnaie noch finden. Ah, okay. So, da habe ich meine Kreditkarte. So. Was haben Sie? Ich sage, da habe ich meine Kreditkarte jetzt. Okay. Also die nehme ich öfters. Da steht drauf Dong Shuang. Dong Shuang, was ist das? Das ist eine Kreditkarte. Okay, es steht da nicht Maestro oder Visa. Nee, das Unternehmen heißt Dong Shuang. Ein kleiner Moment. Mhm. Mit welcher Nummer fängt das an? Was meinen Sie jetzt, die Kreditkarte oder also die Kartennummer? Die Kartennummer mit was ist die erste Zahl? Von der Dong Shuang Karte jetzt? Also die Kartennummer ja, ja. Oder die Nummer, über die abgebucht werden kann? Oder das Verfallsdatum? Also wollen wir Ihre Karte, also Schwab, oder? Ist es Dong Schwab? Dong Shuang. Shuang. Ja. Okay, die Kartennummer, was ist das für erste Zahl, was ist das für eine Zahl? Ist so. Das mit 4, 5? Ja. So, die Kartennummer, die fängt an mit 6-0. Okay, einen Moment noch kurz bitte. Mhm. Also, sind da 16 Ziffern, oder? Das habe ich noch nicht nachgezählt, ich kann ja mal gucken, unten so. Ja, gucken 1, Sie mal bitte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja. So, jetzt, wie viel? 16, oder? 16, ja. Genau, die erste war, haben Sie gesagt, 6-0. Können Sie mir bitte weitere Nummer sagen, damit ich Ihre Konto aktivieren kann? Ja, da kommt dann noch die 1131, 201. 60131? Ne, zweimal die 1. Ah, 60, zweimal die 1? Ja, dann kommt die, dann kommt die 31201064. Moment. Also, 31? Ja. 0? Ne, dann kommt die 2. 60, zweimal 1, 31? Und dann kommt die 2. Dann? Na, 2. Wieder 2? Ne, einmal die 2. 3, 1, 2, 2? Ne, nur die 3, 1, dann die 2, 0. Ah, okay. Dann? Hm. Dann kommt die, 1, 0, 6. 1, 0, 6? Hm. Und dann die, 4, 0, 4, 7, 5. 4, 0, 4, 7, 5. Mhm. Okay, die Ablaufdatum bitte. Da steht. Okay, ihre Geburtsdatum brauche ich, nicht Ablaufdatum, also ihre Geburtsdatum brauche ich. Mein Geburtsdatum, was hat denn das mit der Karte zu tun? Genau. Ja, weil es ist sie haben ja, ich nehme gerade ihre Daten, verstehen Sie, um ihre Konto zu aktivieren, um ihre Sicherheit brauche ich ihre Geburtsdatum noch. Ja. Und dann ich warte. Ach so, das ist der 17.07.92. Okay, 17.07.92, hm. Richtig? Genau. Okay, ich übergebe das weiter an meine Finanzabteilung, okay? Warum? Ja, weil Finanzabteilung übernimmt das für Sie, okay? Ach so, können Sie das nicht? Ja, ich übergebe das weiter und Sie machen das, Sie aktivieren dann Ihr Konto und wir bleiben an der Leitung, keine Sorge, wir bleiben an der Leitung. Aber ich dachte, Sie sind der Kontoaktivator. Ja, ich aktiviere Ihre Konto. Ja. Natürlich, aber ich habe Ihre Karten jetzt genommen
und übergebe meine Finanzabteilung das weiter. Der hat es jetzt mit Geld oder so zu tun. Der macht es für Sie. Mein Job ist, Sie anzurufen und Ihnen die Informationen geben, was Sie brauchen. Okay? Ich habe gesagt, ich bin ein Kundenberater. Naja, und ich dachte, wir machen noch weiter oder so. Aber jetzt sind Sie ja dann schon weg, das ist ja schade. Nein. Ich bin schon hier. Machen Sie sich keinen Kopf. Mhm. Ich bleib noch hier. Wir bleiben weiter in Kontakt. Okay. So, Herr Schnuckelpimmel, wie viel haben Sie gesagt? Mit wie viel wollen Sie anfangen? Ja, wenn es geht, würde ich 50 machen. Aber hören Sie, ich habe Ihnen auch gesagt, dass minimale Betrag ist 250 Euro. Und Sie werden natürlich mehr Bonus erhalten von uns. Und ich würde Ihnen, ich bin ja ein Kundenberater, ich würde Ihnen gerne beraten, mehr einzuzahlen, mhm. weil Sie werden ja mehr Bonus erhalten. Mhm. Es ist 500 Euro, wenn Sie 500 Euro einzahlen, dann kriegen Sie ein 200 Euro Bonus von uns. Wenn Sie 1000 Euro einzahlen, dann kriegen Sie einen Bonus von 300 Euro von uns. Wie viel und plus den Gewinn natürlich, okay? Also wenn wie viel würden Sie... Wenn ich 250 einzahle, dann kriege ich 300 Bonus. Nein, wenn Sie 250 Euro einzahlen, dann kriegen Sie 150 Euro als Bonus, okay? Ach so. Ja. Wie viel sind das denn insgesamt? Dann werden Sie 1000 Euro oder so als Gewinn zusammen mit dem Bonus erhalten, okay? Also wenn ich 250 Euro einzahle, dann kriege ich da 1000 Euro raus. Ja, ungefähr. Nicht genau so, aber ungefähr so in die 800, 900.000 Euro. Es ist verschiedene, also wie viel Chancen Sie haben, wie viel Glück Sie haben, da so viel werden Sie auch bekommen. Und wie lange dauert es? Also es dauert bis 3 bis 4 Tage dauert. Okay, Herr Schnuckelpimmel, brauche ich von Ihnen noch die Straße und Hausnummer, okay? Ja. Ja, also wie heißen Ihre Straßen? Die Straße, die wo ich wohne, ja? Ja. Ja, das ist die Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Ja. Okay. Was ist es für eine Stadt? Die Stadt ist Berlin, oder? Ja, Berlin-Neukölln. 12055, richtig? Ja. Okay. Moment. Bleiben Sie noch kurz am Apparat. Mhm. Also, Schnuckelpimmel, wollen Sie mir 250 Euro einzahlen? Oder 500? Ich weiß nicht. Sind 500 auch gut? 500 ist gut. Hören Sie. 250 Euro ist gut. 500 Euro ist besser. Und 1000 Euro ist super. Was wollen Sie? Na, bei 250 Euro, da bekomme ich ja nach ein paar Tagen 1000 Euro raus. Wie viel bekomme ich denn genau, bei 500 genau, in ein paar Euro Tagen, raus? Wenn Sie 500 Euro auch einzahlen in ein paar Tagen, werden Sie genau so bekommen, aber halt mehr Kapital, verstehen Sie? Ja, wie viel kriege ich denn da raus? Boah, mit 500, ich glaube so 2.000 bis 5.000 Euro werden Sie gewinnen, also. Okay, und mit 1.000? Machen Sie mit 1.000. Na, wie viel kriege ich da raus? Mit 1.000? Ja. Mit 1.000 kriegen Sie bis 10.000 Euro. Mhm. Sie werden auch ein Schutzkapital von uns bekommen. Wie gesagt, mit 300 Euro ist der Bonus, was Sie von uns erhalten, wenn Sie mit 1000 Euro anfangen. Also, wie viel mischen Sie gerne? Wie viel Bonus kriege ich bei 500? Bei 500 kriegen Sie 200 Euro. Bonus. Ach, ganz schön viel Geld. Ja. Ja, dann kaufe ich mir erstmal eine Woche nichts zu essen, dann nehme ich das mit 500. Wenn ich das dann nach ein paar Tagen ja schon wieder raus habe, dann ist das ja nicht so. Hören Sie, Herr Schnuckelpimmel, also
Wenn Sie 500 Euro machen, dann werden Sie in ein paar Tagen sofort, wenn Sie einen Gewinn erhalten, und Sie können Ihr Geld wieder sofort auszahlen lassen. Verstehen Sie? Es sind so maximal bis übermorgen, oder weil es ja noch Wochenende ist, so bis Montag ist alles erledigt. Verstehen Sie? Gehen Sie einen Tag, ein Wochenende, gehen Sie nicht in die Party oder so. Bleiben Sie einfach zu Hause, damit Sie ganzen Monat, ganzes Jahr feiern können. Okay, also wenn Sie sagen, ja, dass ich das bis nächste Woche wieder habe, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, dass das Geld nicht reicht. Dann nehme ich 1.000. Sollen wir mir 1.000 Euro einzahlen? Ja, mehr Geld habe ich dann aber nicht mehr, dann ist das Konto leer. Okay, mit 1.000 Euro. Ja. Haben Sie schon 1.000 Euro auf Ihrer Karte? Wie meinen Sie denn das? Das ist doch eine Kreditkarte, die hat doch nichts drauf, die bucht doch ab. Also haben Sie gar kein Geld auf Ihrem Kredit? Na, auf einer Kreditkarte kann man doch gar kein Geld haben. Die buchen doch dann ab vom Bankkonto. Kredit heißt okay, doch Minusgeschäft. Auf Ihrem Bankkonto haben Sie schon Geld, oder? Nur auf dem Bankkonto ja, aber auf der Kreditkarte okay, kann man ja kein Geld haben. Okay, auf Ihrem Kreditkarte, wenn wir jetzt anfangen, dann man bucht von Ihrem Bankkonto schon ab, oder? Ja, das bucht dann da ab. Also ich habe jetzt noch okay, ganz genau auf meinem Bankkonto 1.000 Euro und 4 Cent. Okay. Dann okay, sind Sie sicher, dass wir das von da abbuchen können? Ja, ja. Sie haben ja gesagt, dann haben wir danach fast 10.000 drauf. Das so viel halte ich noch nie genau, auf meinem Konto. Ja, ja, alles gut. Ich probiere das, okay? Ja. Ich probiere das gut. Bleiben Sie an der Leitung, okay? Okay. Das ist ein Vitamin-Effekt ohne alles. Da war nichts mehr drauf. So, Herr Schnuggelfimmel, gucken Sie mal bitte auf Ihr Ablaufdatum. Von Ihrem Konto? Von welches Konto jetzt? Von meinem Bankkonto? Von Ihrer Kreditkarte. Kreditkarte. So. Von Ihrer Kreditkarte. Die Ablaufdatum. Das steht Verfallsdatum. Ist das das Gleiche? Die Ablaufdatum meine ich. Von Ihrer Kreditkarte. Bei mir steht hier Kartennummer und Verfallsdatum. Dieses Datum brauche ich. Ja. Da steht ja. 0321. 0321, okay. Hä, aber das ist schon abgelaufen. Wie? Ja, 0321 ist schon abgelaufen. Ach ja. wir versuchen das mal, aber Herr Schnuggelpin, was haben Sie denn für eine andere Karte, Konto? Na, da habe ich denn noch Sparkasse. Okay, TVV. Aber hier steht ja drauf Verfallsdatum. Verfallsdatum heißt ja immer mindestens haltbar bis. Vielleicht geht's ja noch. Okay, die dreiständige Nummer brauche ich noch. Drehen Sie Ihre Karte um. Da ist ein dreiständige Nummer. Okay, die brauche ich noch und dann werden wir das machen. Ach ja, hier auf dem Feld, wo meine Unterschrift hin muss. Da steht so eine dreistellige Nummer, die ist so komisch schräg aufgedruckt. Ja. Was ist denn? Da muss ich mal gucken. Da steht 930. 930, okay. Ja. Alles klar. Moment. Können Sie bitte noch einmal Ihre Ablaufdatum sagen? Also dieses Datum. Na, Verfallsdatum steht hier, da ist ja. 0321. Okay. Mhm. Okay, wir probieren das nochmal. Sie haben gesagt, dass Sie eine Sparkasse haben, oder? Ja, ja, ich habe, also, das ist nicht haben meine, Sie, aber... Haben Sie Online-Banking auch? Nee, das müsste ich dann überweisen, aber die sind hier gleich vorm ja, Haus. Ja, alles gut. Okay, ja, passt schon. Eine Sekunde, okay? Mhm. Herr Schnuggelpimmel? Mhm. Gucken Sie mal bitte nochmal auf diese Daten, vielleicht ist es 22 und nicht 21. Nee, da steht 0321, aber da steht ja Verfallsdatum. Das heißt, das ist ja nur mindestens haltbar bis. Also könnte das vielleicht noch gehen. Ich weiß nicht, also wir probieren das, aber das geht irgendwie nicht. Deswegen sage ich ja Ihnen das. Hm. Ist da irgendein anderes Datum da? Nö.
Okay, Schnuggelfirma, können Sie mir bitte ein Foto von Ihrer Kreditkarte mir senden? Okay? Ein Foto? Eine Foto von Ihrer Kreditkarte. Mhm. Okay, ich habe Ihnen vorhin auch ein E-Mail geschickt und ich schicke jetzt Ihnen auch noch ein E-Mail. Moment. Okay? Ja. Herr Schnuggelfirma? Ja. Also, eine Sache noch brauche ich von Ihnen? Noch eine. Eine Sache, ja. Also, Sie haben, diese Karte ist ja abgelaufen worden, richtig? Und jetzt, Sie haben bestimmt eine neue Kreditkarte? Oder? Sie haben neue Kreditkarte, weil wenn eine Karte abgelaufen ist, dann bekommt man eine neue, richtig? Weiß ich nicht. Also, wann haben Sie zuletzt diese Kreditkarte benutzt? Weiß ich nicht, schon lange her. Also wann? Wie viele Monate? Keine Ahnung. Ich habe die einfach mal so gekriegt. Okay, haben Sie meine E-Mail-Adresse, haben Sie eine Nachricht von mir bekommen? Gucken Sie mal bitte nach. Was sind Sie denn? Gehe ich mal kurz an E-Mail, Moment. So. Mache ich erstmal mein Postfach auf. Ja. Also, wenn Sie einkaufen gegangen sind, gell? Mhm. Also, wie haben Sie denn bezahlt? Na, dann nehme ich immer Bargeld. Deswegen sage ich ja, wenn man jetzt abbuchen, dann ist nichts mehr da. Okay. Da gehe ich immer an Automaten und dann hole ich mir da so ein paar Scheine. Wie bitte? Da gehe ich immer an Automaten. Ja. Okay, funktioniert das, wenn Sie Ihre Karte auf Bankautomat? Da habe ich ja die von der Sparkasse, die Karte. Okay. Okay, haben Sie meine E-Mail schon bekommen? Das Passwort mache ich gerade auf. Das lädt hier noch. Da muss mal ganz schön viel runtergeladen werden. Okay. Und? Ich gucke gerade, wie heißen Sie denn da? Gerald Schmidt. Ist noch nichts da. Ich guck mal in dem anderen Ordner, wo manchmal E-Mails ankommen. Ich weiß ja nicht, das ist ja Ihre E-Mail-Adresse. Hallo? Ja. Herr Schnuggelfirma, haben Sie einen Computer jetzt vor Ihnen? Ja. Können Sie bitte in Anidesk aufladen? Also runterladen? Was ist das? Anidesk. Es ist eine Applikation, halt, wo ich... Weil Sie haben ja, irgendwie funktioniert das nicht mit Ihrer Kreditkarte. Deshalb brauche ich von Ihnen also die Anidesk, um eine Überweisung zu tätigen. Ja. Okay? Mhm. Und das wird es halt einfach vom Computer gehen. Also das brauche ich denn für die Überweisung? Genau. Weil wir machen das mit einer Überweisung, okay? Okay. Also, laden Sie bitte Ihre Anydesk, diese Anydesk-App runter. Wo muss ich das machen? Auf Ihrem Laptop. Ich habe gar keinen Laptop. Computer. Ja. Laden Sie bitte runter. Muss ich mal gucken. Das ist ein bisschen... Hallo? Ja? Sind Sie Herr Sebastian? Was? Sind Sie Herr Sebastian? Wie? Wie heißen Sie? Na, mein Nachname ist Schnuckelpimmel. Ich würde Ihre ganze Familie fliegen, du Hurensohn. Verpiss dich von uns, du Motherfucker. Sie sind aber unfreundlich. Am I speaking to Klaus? Ja. This is Anna. I'm contacting you from Tesla App. How are you? Geht das auch auf Deutsch? Gestern habt ihr mich auf Deutsch mal gelabert. Okay, one minute, okay? Jo. 1 minute. Hallo? Ja.
Guten Tag, hier war mein Apparat. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Es geht mir gut. Ich melde mich von der Firma Eurotrade über Onlinehandel. Wir haben eine Registration gemacht. Aha. Also, ich weiß nicht, haben Sie Erfahrung bevor in diesem Bereich? Nö. In Onlinehandel? Nö. Okay, sehr gut. Ist eine gute oder schlechte Erfahrung? Bist du doof? Okay. Also, wir sind eine andere Plattform, das die Möglichkeit bietet, mehr Geld zu verdienen. Und Sie wissen das. Und heute haben wir eine Promotion. Mhm. Das bedeutet, wenn Sie ein Konto mit unserer Firma aktivieren, sie bietet Ihnen einen Bonus. 50% Bonus. Das Minimum ist 250 Euro. Wissen Sie? Ja. Okay, alles klar. Also, wir bieten die Möglichkeit, dass Sie können alles testen für 2 Wochen. Ja, hattest du heute schon Stuhlgang? Neunmal bitte? Hattest du heute schon Stuhlgang? Ja. Wie war die Konsistenz? Einmal bitte? Ja. Also, Herr Klaus, haben Sie schon ein Konto aktiviert? Nee. Nee. Also, möchten Sie probieren mit unserer Seite? Ich helfe Ihnen Schritt nach dem Schritt. Und Sie können, wie gesagt, bevor Sie haben 2 Wochen Zeit, alles zu testen. Wenn Sie zufrieden sind, wir können weitermachen. Wenn Sie nicht, Sie können Ihre Geldtür ziehen. Ja, aber sind Sie dafür? Ja, wie willst du mir denn helfen, wenn du komplett kackenblöd bist und kein Wort richtig Deutsch kannst, außer abzulesen? Wie soll das funktionieren? Ich bin nicht Deutscherin, ich entschuldige mich für meine Deutsch. Zuerst. Ja, das ist ganz furchtbar. Nochmal bitte? Ich sagte, das ist ganz furchtbar. Habt ihr da auch intelligente Menschen sitzen oder nur Kackbratzen, die dumm sind? Also, Sie möchten das Konto zu aktivieren oder nicht? Wenn Sie möchten, ich helfe Ihnen. Ja, aber ich habe das Gefühl, du kannst doch gar nicht helfen, weil du viel zu blöd dafür bist. Also, müssen Sie mit einem Broker zu sprechen, damit Sie können mehr zu verstehen? Ja. Okay, 1 Minute. Da holt mir die Nicht-Deutsche eine Nicht-Deutsche. Toll. Hallo. Ja. Guten Tag, der Herr Zahler, ja? Klaus Zahler. Ja. Klaus, mein Name ist Lena, Lena Houston. Ich bin Finanzberater an der Seite von Eurotrade. Sie haben mit einer Kollegin von mir gesprochen, mit Eva. Ja, mit zwei, die waren beide irgendwie nicht ganz intelligent. Ja, eigentlich die sind. Also die Eva und Anna waren, ja? Ja, die konnten ja beide kein Wort Deutsch. Die Nichtdeutsche hat mich zur Nichtdeutschen weitergeleitet und jetzt habe ich eine, die wenigstens halbwegs ein bisschen Deutsch kann. Hört sich aber auch an wie Kakerlake. Okay. So, Klaus, um ehrlich zu sein, ich bin auch gar kein Deutscher, sondern ich bin Amerikaner, aber ich bin verheiratet mit einer Deutschen, so deswegen ich spreche, sagen wir, ich sage gut, aber das hängt davon ab, dir zu sagen, ob ich gut spreche oder nicht. Mhm. So, sag mir, Klaus, was hat dir hier gebracht? Das heißt Herr Thaler. Herr Thaler, okay, ja. Was hat Ihnen hier gebracht? Weiß ich nicht, was mich dahin gebracht hat. Ihr habt mich ja angerufen. Okay, Sie sind schon über den Tesla-App wahrscheinlich interessiert. Ist das richtig? Kann sein, ja. Okay, und dann, Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Eurotrade, ja? Habe ich das, ja? Hallo? Ja, hallo? 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 Okay, jetzt kann ich Ihnen wieder weiterhören. Ja, was ist denn da für ein Krach im Hintergrund? Oh je, und ihr wollt mich um 250 Euro bescheißen, das ist aber echt armselig. Da müsst ihr mal ein bisschen üben. Ja. Wie geht es Ihnen heute? Ach, ganz gut. Oh, super. Wie war Ihr Tag? Ja, ging so. Guck mal, jetzt müssen. Haben Sie etwas gemacht heute? Mhm. Oder nur zu Hause bleiben? Oh, heute ist ein bisschen chillen und so. Oh, super. Mhm. Das ist gut für einen guten Mann. Mhm. Oh,
Steiner. Mhm. Oder kleine Katze, ist ja egal. Ja, oder kleine Katze, ist besser, kleine Katze. Ja. Ja, okay. Also, Katze. Mhm. Machen wir diese Investition oder mehr? Warum denn? Also, weil sie haben Interesse gezeigt, die wollen das machen. Ach so. Mhm. Ja. Ja, und wir können machen. Nee. Warum? Na, weil du doch ganz genau weißt, was denn mit dem Geld passiert, wenn man das bei euch einzahlt. Also, wir machen die Profite, sie haben Profite, wir haben unsere Profite, das ist doch nur Geld verdienen. Nee, eigentlich habt ihr nur ihr dann Profite und ich hab ein Demokonto, wo ihr mich vorführt. Also, arbeiten Sie schon im Trading? Oder, ja? Nö, aber ich weiß, wie es läuft. Warum arbeiten Sie nicht? Hm? Warum arbeiten Sie nicht im Trading? Ja, warum sollte ich? Man kann doch auch anderweitig Geld verdienen. Weil sie können Geld verdienen. Ja, kann man machen. Man kann aber auch eine Menge verlieren. Also, ich denke, sie können Geld verdienen, weil sie sind ein guter Mann und sie haben Erfahrung, ich denke, im Trading. Mhm. Aber sie sagen nein. Nee. Also, ich denke, sie haben. Also, sie lügen mir. Ich denke, also, ist nur in meiner Meinung. Ja. Also, wir können zusammenarbeiten vielleicht. Mhm. Sie machen eine Investition, ich mache eine Investition, wir arbeiten zusammen. Ja. Und die Profite, wir können zusammen haben. Ja. Also, wenn ich mache die erste Investition, machen Sie das weiter? Nee. Auch nicht. Okay. Also, was kann ich für Sie machen? Weiß ich nicht, ruft noch einer an. Und wenn ich mache die Operationen? Oh, bei dem anderen? Ich mache die 75% von Investition. Ja. Ja, und Sie machen 25%. Oh, hat schon aufgelegt. Schade. Warte mal, ich glaube, ich habe da noch jemanden auf der anderen Leitung. Noch also, drei. Wenn Sie wollen, wir können drei Personen arbeiten. Sie, ich und unser Finanzexperte. Lohnt sich das überhaupt noch bei euch? Es gibt doch so viele Trading-Betrüger. Wo? Guck mal, hier rufen jeden Tag bestimmt 40 verschiedene Personen an. Also, ich weiß nicht, ich habe die jeden Tag für Sie angerufen, ich habe die Angebote gegeben für Sie und ich habe die ganze alles Schritt bei Schritt gemacht. Mhm. Ja. Also, wenn ich war eine Betrüger, ich habe gesagt, ah, geh und ich habe mit einer anderen Kunde gesprochen. Ja. Und wie viel verdient man da so bei euch? Also, Sie können nicht eine Millionär sein. Ja, weil die erste Investition ist nur eine Test, die ja. Plattform testen. Und Sie können von 200 bis 350 Euro pro Monat. Also, Sie können vielleicht 350, 275, also sowieso was geht's. Mhm. Ja, aber Sie können nicht eine Millionär sein im ersten Monat oder im zweiten Monat. Das ist schlecht. Ja, natürlich ist schlecht. Das ist die Trading. Mhm. Ja. Also wenn Sie machen eine Investition von zum Beispiel 10.000 Euro, also natürlich, Sie haben mehr Profite. Mhm. Sie haben 0,6% bis 1,2% Profite pro Tag. Ja. Ja. So, es geht. Also, wenn Sie mal eine normale Investition, wenn Sie mal eine VIP-Investition. Mhm. Ja, und das ist in Ihrer Hand.
Aber ich bin da Informationen geben und sie zu helfen. Also sie haben schon einen Account, aber sie haben nicht die Investitionen gemacht. Ja. Ja, weil sie haben mir in den ersten Tag gelügt. Ja. Ja, sie haben mir gesagt, öffne ein Konto und danach sie haben nicht Investitionen gemacht. Oder? Haben Sie das gemacht? Ja. Ich lese hier gerade einen Kommentar von Annette R. Gutes Video, weiter so. Hat definitiv Talent in der Regie der ganz großen Callcenter-Verarscher aufgenommen zu werden. Ach, okay. Okay. Ja. Kann man mal ein Herz geben. Und ich schreibe dann ein bisschen drunter. Jetzt bist du ja nicht mehr dran, doch. Nicht immer stumm machen. Okay. Katze. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen Kommentar von Esther. Okay. Ja, vielen Dank vielen Dank wieder für ein tolles Schmunzelvideo. Schmunzelndes Video so rum. Ja. Bin noch ganz müde. Haben Sie dieses Video gemacht? Ja. Okay, wollen Sie mehr machen? Ja, wenn du noch ein paar Mal anrufst, dann werden es noch ein paar, ja. Okay, okay. Mhm. Also, mein Job ist, die Kunden anrufen. Ja. Ja, und ich melde nochmal morgen, weil sie haben nicht die Anmeldung bei den anderen Plattformen. Sie haben diese Anmeldung bei uns. Und wann ich will, ich kann rufen, weil sie haben einen großen Spaß gemacht. Ja. Ja, und ich melde den ganzen Tag und ich gebe die Informationen den ganzen Tag und wann ich will. Ja. Ja, also Herr Kater, Sie können nicht einen Spaß mit uns machen. Das ist die erste. Ja. Ja, weil ich kann sehr gut beim die Polizei gehen. Und ich kann nur Ihre Anmeldung geben. Ich kann Ihr Gerold Steiner. Die YouTube-Studio-App hat Nachname. Ein neues Update bekommen. Das ist ja voll scheiße. Jetzt sind die Buttons unten und nicht mehr an der Seite. Ach, wenn man sich ich sag, die YouTube-Studio-App hat sich verändert. Da gab es heute Nacht ein Update. Jetzt ist die App ganz anders. Das ist doof. Sonst waren die Knöpfe immer an der Seite, wo man zwischen Dashboards und Analytics und so wechseln konnte. Jetzt ist das unten. Da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Das ist nervig, okay. Wenn sich da was ändert. Ja. Also, wie ich sage, ich bin da zu Trading machen. Ja. Also, wie kann ich sagen, einfach Geld verdienen und eine gute Arbeit machen. Ja. Und wenn Sie wollen nicht, Sie können Nein sagen, aber Sie können nicht Spaß mit uns machen. Also, können Sie mir sagen, bitte? Also, bei euch ist ja schon mal gut, dass da keine Musik läuft und nicht so viele Leute im Hintergrund. Man hört ja auch mal bloß einen da im Hintergrund. Klingt auf jeden Fall schon mal besser als die halben Diskotheken da am Telefon. Ich verstehe, Sie haben Erfahrung im Trading. Nee. Aber wir rufen ja ganz viele Sie an. Sie haben schlechte Erfahrung mit Betrüger. Nee, schlechte Erfahrung habe ich nicht, weil ich habe ja nie eingezahlt. Aber Sie haben mit Betrüger gesprochen. Ja, am Tag spreche ich bestimmt, also Minimum mit 3-4 Stück, wenn ich rangehe. Und wenn ich es übertreiben will, dann kann ich auch 10-20 Leute am Telefon annehmen. Hier rufen mir alle diese Langweiche an. Gut, Moment, bitte, Herr Katze. Gut, Moment. Ja. Ja, Herr Kotze, ich bin wieder da. Ja. Also, was wollen Sie zu machen? Ja, ein YouTube-Video funktioniert doch. Etwas anderes? Nee. Wollen Sie einen Muschi-Ficker? Nee, das muss ich doch immer piepsen. Ich will einen Muschi-Ficker schauen. Nee. Aber Sie sagen, wir sind nicht teuer, wir
Pressure für die Muschi. Ja. Ja. Oh, jetzt ist aber laut für euch. Ah, oh, Entschuldigung. Ja. Wie viel sitzen da bei euch? Noch. Hä? Nochmal bitte? Wie viele Leute sitzen da bei euch im Büro? Nur 3 Personen und Elena 4. Ja, Elena gibt's ja nicht, die ist ja ausgedacht. Und wollen Sie mit Elena sprechen? Gib mir mal Elena. Ja? Ja. Okay, gut, Moment. Elena! Komm hier bitte! Und Elena! Elena kommt schon. Ja. Gut, Moment, bitte bleiben hier. Ja. Ja, Herr Katze. Elena ist da schon und ist so nervös. Also, Elena. Elena. Der Mikrofon ist wieder aus. Nein, nein, ich bin da, aber ich denke, was kann ich mit Elena sprechen, zu sie sagen und Investitionen machen? Ja. Also, wir haben die ganze Sprache gegeben, aber Elena will nicht mit sie sprechen. Ist ja schade. Dann kommt Elena nicht auf YouTube. Elena in YouTube. Wollen Sie die Elena in YouTube? Die Elena gibt es ja scheinbar nicht. Aber wir haben Elena. Ja, wen gibt es da noch so bei euch? Kurz Moment bitte. Ich melde für 5 Minuten, okay? Ja, oder? Okay. 10 ist besser, wenn ich melde für 10 Minuten. Okay, und wir machen ein anderes Video. Ja. Okay, bis dann. Alles klar. Ja. Katze. Ach, da ist er wieder. Ah, okay. Hören Sie mich jetzt, was? Ja. Ah, okay, okay. Machen Sie ein neues Video? Okay. Katze. Ja. Ich will fragen, mit wem leben Sie? Leben Sie allein? Haben Sie eine Frau? Haben Sie eine Familie? Nö, ich habe einen Ehemann. Sie haben einen Mann? Ja. Okay. Katze. Ah, Katze, Katze. Hallo? Ja, und Weber. Tobias Weber will auch einen Mann. Ja. Und der fragt, kann der mit dir schlafen? Ja, willst du den mal kennenlernen? Guck mal, okay, also, wo bleiben Sie, Mann? In welcher Stadt? Will ich mit dir reden. Oh, Elena kommt jetzt. Ach, Elena. Ja, ich soll dir schöne Grüße bestellen. Also, wollen Sie mit Weiber nochmal sprechen, weil Sie können vielleicht zusammen schlafen? Nee, das ist eklig. Wie? Das ist eklig. Also, Sie leben schon mit einem Mann. Ja. Ja? Ja. Aber Sie können mit Tobias Weber schlafen. Nein, will ich und nicht. Und leben. Aber wie heißt dieser Mann so lieb mit Sie? Und da ist er. Wie viele Leute sind Sie? Hä? Na, zu zweit? 2 oder 3? 2. Nee, 3, okay. 3 wären das. Und Sie arbeiten zusammen? Nee, zusammenarbeiten nicht. Meistens spielt er PlayStation. Das kümmert sich ein bisschen um meine Social Media Kanäle. Welche Spiel spielen Sie? Oh, da muss ich mal fragen. Ich kümmere mich ja damit nicht aus mit FIFA dem. FIFA oder Call of Duty? Nee, sowas nicht. Wie heißt dein PlayStation Spiel? Ja. Sag nochmal. Avengers. Avengers. Aventos? Avengers. Avenger? Ja. Ach so. Ist ein Marvel-Spiel, sagt er gerade. Auf der PlayStation sind. Ach so. Okay, okay. Das ist gut. Also, was für eine Arbeit machen Sie, Herr Katze? Ich spreche schon wirklich um Seriosa. Na, YouTube.
Nur mit YouTube, haben Sie Profit mit YouTube? Mhm. Also ich habe auch das Gedanken, aber ich habe nicht meint, also ich weiß nicht, was kann ich machen, welche Video kann ich machen. Na ja, ruf doch deine eigenen Leute an. Funktioniert doch. Etwas anderes vielleicht haben Sie? Oder denken Sie für mich? Es gibt ja noch ganz viel. Backen oder Angeln. Oh, Pranken, also. Mhm. Die Pranken bedeutet wie Spiele, oder? Mhm. Spiele mit Leuten oder vielleicht so. Ja, man kann ja auch Gaming-Videos machen. Ja. Mein Vater hat überlegt, ob er Angel-YouTube-Videos macht, weil ist ja auch chillig, muss er auch nicht mehr arbeiten gehen, geht er nur noch angeln. Okay. Und da zum Beispiel, wie können Sie in YouTube arbeiten? Mit Viewers oder wie? Ja, naja. Ja, und wenn Sie zum Beispiel. Ungefähr 1000 Views sind ungefähr 10 Euro. Wenn Sie gehen 1000 Views, Sie haben 10 Euro. Genau. Ach so, aber das ist so langsam, also die Geld kommen so langsam. Ja, eigentlich nicht. Also der YouTube-Kanal ist viel schneller gewachsen als gedacht. Aber mir fällt gerade auf, unter meinem Schreibtischstuhl liegt eine Schraube, das ist gruselig. Aha. Ach so, und wie Ihr bestes Video, also wie viel Views hat gegangen? Ach, das habe ich gerade nicht im Kopf. Aber mein Computer ist auch gerade nicht so richtig an, weil der macht gerade so eine Virenüberprüfung. Startzeitüberprüfung von Avast. Wie heißt Ihr Channel als neuen YouTuber? Das verrate ich nicht. Also wir können zum Beispiel einen Share geben, oder? Nee, das verrate ich nicht, weil dann kommen immer alle auf meinen Kanal und posten dann ihre komischen, unseriösen Trading-Unternehmen. Das hatten wir alles schon. Okay, okay. Ja. Ich, wie Sie denken, das ist kein Problem. Also in meiner Instagram, ich habe 4000 Followers. Okay. Ja, das ist gut, aber ich weiß nicht, wenn ich mache einen Blog oder. Also. So. Also meine Schwester hat über Instagram schon mal Schmuck zugeschickt bekommen. Und den konnte sie dann behalten, also nur damit sie da ein paar Bilder macht. Okay, super. Wirklich. Also, Herr Kappe, ich muss mit einer anderen Kunde arbeiten schon. Mhm. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Mhm. Und ich wünsche Sie auch einen schönen Tag. Alles klar, ebenso. Also, wenn Sie wollen, wir können wirklich zusammen wie die Freunde sprechen. Wenn Sie wollen, ich kann nicht mehr anrufen. Und so. Weiß ich nicht. Kannst ja mal die User fragen, ob sie noch ein paar Videos von dir haben wollen. Nein, es ist kein Problem. Also ich denke nicht das. Wieso nicht? Eigentlich feiern die dich, glaube ich. Nee, weil es interessiert mich nicht. Ach so. Ja, also wenn sie wollen, wir können auch morgen oder übermorgen zum Beispiel sprechen, oder wenn sie wollen, wir sprechen nicht. Ist mir egal, meinetwegen kannst du anrufen. Okay, okay. Also, ich wünsche Sie auch ein schönes Wochenende, weil wir arbeiten bis Freitag natürlich. Und so. Ja, okay, Herr Kappe? Die am Wochenende arbeiten müssen. Hab ich auch nochmal bitte? Ich sage, hier rufen auch Leute am Wochenende an. Warum müssen die eigentlich am Wochenende arbeiten, die anderen? Also, ich weiß nicht. Ich verspreche Sie, dass ich weiß nicht. Weil wir arbeiten Montag bis Freitag. Also, 9 bis 19 Uhr. Ja, das geht ja noch. Das ist ja, und wir haben Pause und so. Ja. Okay, also, Herr Kalse, ich wünsche Sie auch ein schönes Wochenende. Und ja, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.